Hallo Leute und willkommen zu neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir zocken wieder weiter und ich habe jetzt mal auf der Karte die Schreine markiert, die in diesem Areal sind. Und dann würde ich sagen, würden wir doch auch mal zum nächsten aufbrechen. Im letzten Part haben wir unser Pferd bekommen und generell auch weitere Boblins auf Pferden gesehen, was auf jeden Fall gar nicht mal so übel war, sage ich jetzt mal, weil die auch schon ziemlich stark waren. Also denke ich jetzt mal, wir haben sie auf jeden Fall nicht angefasst, weil ich schon etwas Respekt hatte dann davor. Und ich glaube, das kann man auch mal von diesen Dingern haben. Ich möchte jetzt erstmal auf diesen Berg rauf, um den Schrein von weiter weg zu sehen, um ihn dann genau zu markieren. Weil wir wollen ja auch die Zeichen der Bewährung bekommen, um unseren Herzcontainer zu bekommen, ne? Weil wir haben ja schon gesehen, die Monster werden stärker. Oh, hier ist ein Steinkreis. Ein Krog. Den Schrein sehe ich aber noch nicht. Aber der müsste nah sein. Ah, da hinten ist er. Ich sehe ihn schon. Da hinten. Oder? Nee. Wo ist denn der Schrein? Da unten. Aber der hat sich irgendwie noch nicht erhoben. Also es sieht so aus, als würde er sich noch nicht erhoben haben. Das ist komisch. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen... Das hat was mit der Kugel da hinten zusammen. Oh fuck, aber da hinten ist auch ein Wächter. Ich hoffe, der aktiviert sich jetzt nicht. Komm zum Papa. Komm zum Papa. Ach, das ist gar nicht magnetisch. Okay. Hoffentlich erwacht der Wächter nicht. Hey, lol, da sitzt jemand. Was ist zum Fick? Das muss Schicksal sein. Ich liebe alte Dinge. Und da kommst du in mein Leben gerollt. Ich werde dich Hannibal nennen. Zum... Das nehme ich jetzt mit, würde ich sagen. Und warum sitzt du direkt neben dem Wächter? Bist du krank? Aber okay, vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, einfach mal kurz zu kochen. Kann ich die mit einer Bombe irgendwie aufwachen? Keine Ahnung, müsst ihr alles versuchen. Scheiße, die rührt sich nicht vom Stück. Lol, eine Frostmelone. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen weit. Oh shit. Bruder, das wäre 20 Kilometer weit geflogen. Auf jeden Fall brauchen wir da eine Fotofunktion von dem für den Schikastein. Und ja, die haben wir natürlich noch nicht. Sondern die müssen wir nochmal finden. Und das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus da oben. Was? Zu fick, die können schwimmen? Bewältigen und irgendwie ist dieser... Ist das irgendwie komisch? Okay, irgendwie sieht dieser See sehr komisch aus. Aber ich hoffe mal, dass der nicht verflucht ist oder so. Boah, zum Glück haben wir da... Sind wir da mal gut rausgekommen. Alter, was ist denn jetzt los? Lol, 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 es beginnt jetzt... Boss... Kampf? Link. Link. Lol, Blutmond? Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Ach so. Link. Sei auf der Hut. Joa. Also ich bin jetzt auch nicht abgeschreckt zum Schreien zu gehen, deswegen ab zum Schreien immer noch. Okay, das ist nicht gut. Ich kann mich verduften, aber... LOL! Das ist ein Leunen! Auf dem Skelettpferd? Das gibt's? Heilige Scheiße. Okay, der sieht aus, als hätte er eine gute Waffe. Holy shit. Eine Moblanze. Nee, ist nicht gut. Die schmeiße ich mal da drauf. Nee, doch nicht. Und die sieht gut aus auch. Ich hab da jetzt nicht gerade auf den Stein geschlagen, oder? Okay, schnell holen, schnell holen. Mob Coil, okay, die hat mindestens 9 Attack Damage.
Aber alles, was wir haben, ist besser als das. Deswegen lasse ich das auch mal liegen. Lol, da ist jemand. Greift er mich an? Hä? Wer bist denn du? Wer bist du? Mein Name ist Mimosa. Ich arbeite daran, das perfekte Gericht zuzubereiten. Da habe ich mich von der Zivilisation zurückgezogen. Rauchsignal? Du hast ein Rauchsignal gesehen? Meinst du etwa diesen Rauch hier? Das ist kein Rauchsignal. Ich koche gerade. Siehst du es nicht? Es brennt an. Du meinst, der Brand? Dass ich es vermurkst habe? Ja klar, kannst nicht kochen, oder was? Du bist eine Frau. Eigentlich ist das bei dir als Talent, aber... Ja, wenn ich koche, kommt völlig ungenießbare Pampe dabei raus. Und warum machst du denn jetzt hier ein gutes daraus zu machen? Wenn du es überhaupt nicht kannst? Ja, weil ich halt eine Frau bin. Ich muss das halt können. Aber ich habe so lange an meinen Rezepten getüftelt, da dürfte das... da einfach nicht passieren. Verrate mir ein Rezept. Aber sicher, vielleicht genießt ihr aus meinen Rezepten, was zu kochen. Ich habe Rezepte für herzhaftes Fleisch. Nach Art der Vorfahren und des Monsters. Und das Monster unter den Eintöpfen. Herzhaftes Fleisch, Art der Vorfahren. Gut, dann bringe ich dir jetzt bei, wie man herzhaftes Fleisch zubereitet. Man nehme zuerst die Hauptzutat, das Fleisch, Geflügel oder Wild. Es geht beides. Und dazu kommt noch frisches Eisenerz. Klingt widerlich. Ja, du musst leckeres Fleisch und wunderschönes glänzendes Erz bekommen. Sei viel los, lässt sich so ein herzhaftes Fleischgericht. Ich habe da mir irgendwas anderes vorgestellt. Ich habe am Ende immer einen harten Brocken. Wundert mich auch irgendwie nicht, wenn du da drin Erz verarbeitest. Mich würde interessieren, wie der so hart werden konnte. Also ich frage mich auch, wenn man Eisenerz in den Kochtopf tut, also was eigentlich vorher Stein war, dass das plötzlich so noch ein bisschen Pampe da ein bisschen viel wiegt, ne? Selbst wenn ich bei mir in den Zutaten absolut sicher bin, geht's trotzdem auch mal schief. Kochen ist nicht einfach. Ja. Mal wieder was gelernt. Eine Frau kann ja nicht kochen. Ich glaube, da gibt's nicht auf der Welt. Aber, ja. Dann ist die erste hier, die nicht kochen kann. Warte. Dann heißt es, das kommt nicht von Monstern oder so. Das ist alles, was du bisher an Scheiße gekocht hast? Nimm es selbst in die Hand, heißt der neue Schrein. Okay. Das sieht sonderbar aus. Aber... Also ich würde ja jetzt nicht angeben, aber ich kann da eigentlich hinspringen. Aber ich glaube, diese Lasersignale würden mich sonst töten. Was soll ich denn machen? Erstmal runtergehen. Lol. Bringt das irgendwas? Ich weiß ja jetzt nicht, ob das so geplant war. Okay. Können wir nicht einmal in einem verdammten Schrein einmal Rüstung finden? Warte mal ganz kurz, können wir das mit Bomben aktivieren? Ja. Thank you.
Schweine sind so lächerlich, ne? Ich denke so kompliziert. Ich denke immer so kompliziert, Bruder. Ich kann die Scheiße hier in die Hand nehmen. Willst du mich verarschen? Und die Teile aktivieren jetzt das. Okay, der sieht irgendwie aus wie Sensei Wurst Ninjago, Alter. Lass ein Abo da. Lass ein Like da. Ciao.